Guten Tag, ich bin Ina Rudolf. Ich bin Coach für The Work von Byron Katie und ich möchte heute ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, wie ich einen stressigen Glaubenssatz in einen nützlichen und sehr positiven gewandelt habe, ohne eine riesen aufwendige Work zu machen. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich in den letzten Jahren gerne weniger Fleisch essen wollte. Ja? Nach den ganzen Informationen, die ich hatte, dann habe ich auch das Buch von Jonathan Safran Foer gelesen. Und dann war eigentlich klar, ich möchte Vegetarier sein, habe aber gemerkt, dass ich nicht konnte. Ich wollte gerne und konnte aber nicht, weil ich mein ganzes Leben lang mit Fleisch zugebracht habe. Ja? Ich komme aus der DDR ursprünglich und da haben wir schon früh Leberkäse aus Brötchen, mittags Geflügel, abends wieder irgendein Hackfleisch gegessen. So bin ich aufgewachsen und ich habe dann festgestellt, dass ich ganz fest glaube, dass mein Körper ohne Fleisch nicht auskommt, dass ich es einfach nicht schaffen kann, dass irgendwas Biologisches in mir ist. Und irgendwann hatte mir ein Arzt auch mal eine Blutgruppendiät geraten. Und raten Sie mal, welcher Blutgruppentyp ich war. Ich war natürlich der, der unbedingt Fleisch gebraucht hat. Und da war ich wieder bestätigt in meinem Glauben, dass ich einfach dieser Sache ausgeliefert bin. Ja, ich kann einfach gar nicht anders. Und dann habe ich meinem Freund und meiner Familie zu Hause davon erzählt und wir saßen beim Abendbrottisch. Und dann mein Freund hat gesagt, was würde denn die Work dazu sagen? Und dann habe ich so gesagt, ja, auf die Schnelle. Und er, mach mal was auf die Schnelle. Und ich gesagt, okay, was glaube ich hier eigentlich, was hier schwierig ist? Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mich jetzt einschränken. Wenn ich Vegetarier werde, dann muss ich mich einschränken. Und darauf habe ich gerade überhaupt keine Lust. Und dann hat er gesagt, okay, drehen wir es mal rum. Ja, wir machen einfach die Umkehrung, schauen, ob das Gegenteil nicht auch wahr sein könnte. Ich muss mich nicht einschränken. Dann haben wir da so ein bisschen gesessen und überlegt, könnte das auch sein, dass wir uns, wenn wir Vegetarier werden, nicht einschränken müssen. Und dann kamen uns ganz viele Ideen, was wir alles machen können. Und uns ist erstmal aufgefallen, wie einseitig wir eigentlich immer gekocht haben. Immer das Gleiche mit dem Hühnchenfleisch in die Pfanne, Sahne drauf. Und meine Tochter hat es auch gerne gehabt. Und dann haben wir festgestellt, es könnte auch sein, dass wir uns überhaupt nicht einschränken müssen, sondern vielleicht, dass unser Spektrum sich sogar erweitert, weil wir mal was ganz anderes machen, mal was anderes kochen, mehr Richtung Gemüse gucken und so weiter. Und das war sozusagen in 5 Minuten am Abendbrottisch, haben wir dann Lust gekriegt, neue Kochbücher zu wälzen, neue Gewürze auszuprobieren, ganz neue Rezepte zu kochen und so weiter. Und jetzt bin ich ein Jahr schon voll Vegetarier und ich kann sagen, ich muss mich überhaupt nicht einschränken. Ja, das Gegenteil ist wahr. Mein Spektrum hat sich erweitert und es macht total Spaß.